Wir wollten keine Goblets, Musical Instrument Toys, Figurines. Also die Kinkerlitzchen. Die kommen hier alle nicht hin. Gut, das dürfte nicht schwer sein. Also P. U. So. Einmal D, B, D. Euch da bitte wegschmeißen. Und zuordnen. Wir hätten gerne... Das ist kein Furniture Stockpile gewesen. Das ist ein Finished Goods Stockpile. Okay. Dich disablen wir. Dich enablen wir. So. Keine davon, keine davon, keine davon. Keine davon, keine davon, keine davon, keine davon, keine davon. Keine davon. Edelsteine bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also oben 3. Und dann 6 und unten nochmal einen. Oben 3, dann 6. Oben 3, unten 7. Oh, habe ich die Figurinen vergessen? K. S. Ja, ich habe die Figurinen vergessen. So. Jetzt müssten die eigentlich einigermaßen identisch sein. Um nicht zu sagen, genau identisch. Ist auch redundant, das zu sagen, oder? Genau identisch? Jo. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr Platz. Das heißt, wir können das hier oben abreißen. PX. So. Dann sieht das hier schon mal etwas besser aus. Auch wenn wir hier eh noch Pilze wachsen haben und Büsche und keine Bodenplatten und so weiter. Aber ein Platin-Trade-Depot. Man muss hier Prioritäten setzen und so. Dass da unten noch keine neuen Käfige sind, stört mich ein wenig. Und das Floodgate wurde wirklich zerstört. Das habe ich ja gar nicht glauben wollen in den Kommentaren. Die Trolle sind wohl deswegen nicht gekommen, weil sie damit beschäftigt waren, hier die Floodgate zu zerstören. Guck mal, K. Obwohl, da ist immer noch ein Floodgate eingezeichnet. Warum ist dann eins ausgefahren und die anderen nicht? Das teste ich doch mal. Einmal drücken, bitte. Es kann sein, dass sie das Ganze einfach nur ein bisschen verdreht haben. Also wenn ich jetzt den Schalter drücke, dass der runtergeht und die anderen beiden hoch. Nö, es kommen beide hoch. Der andere bleibt stehen. Okay. Was, wenn ich nochmal runterdrücken? Gehen denn alle runter oder nur die beiden unteren? Nit, drück. Und... alle gehen runter. Das heißt, die Trolle haben die nur kurzfristig runtergeprügelt. Wusste ich auch nicht, dass sie sowas können. Aber besser als zerstören. So. Der Stockpile hier schon fast leer gefegt. Das ist sehr gut. Trinken sieht auch sehr gut aus. Wir müssen definitiv mehr von den Pötten herstellen. Dwarven Ale Pot Granit. Ein Dwarven Rum Pot aus Bismuthinit. Ist Bismuthinit nicht ein Erz? Das war, glaube ich, nicht geplant. Okay. Und wir haben auch noch Chair-Pötte. Bin ich nicht wirklich zufrieden mit. Also eigentlich würde ich gerne, wenn wir irgendwann mal die Zeit und Ressourcen überhaben, alle Fässer zerstören und einheitlich neu bauen. Also nur Chair-Pötte oder nur Granit-Pötte. Aber ja. Das ist nicht wirklich wichtig, das ist nur eine Marotte von mir. Was allerdings wichtig ist, ist die Goldstraße. Die muss gleich weitergebaut werden. Beziehungsweise das Ding muss jetzt endlich mal abgerissen werden. D. N. Dann haben wir auch endlich wieder genug Gold. So. Wobei wir ja 130 Goldbarren hatten. Oder waren das Goldnuggets? Oh gut. So, die Brücke ist unten. Die Brücke bleibt auf jeden Fall noch oben. Bis die ganzen Fallen wieder da sind, alles hier auf und abgebaut wurde. Dann... oh, ich habe die Goblins vergessen. Dumm, die dumm. Hier ist schon mal keiner hängen geblieben. Zack. Das sieht so aus, als wenn keiner überlebt hätte. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das an der Waffenfalle da unten liegt. Oder an dem Sturz. Ich guck mal ganz aus die... genau. Das ist auch sehr schön umschrieben. Der Goblin Maceman ist am Kämpfen.
ich würde es nicht kämpfen nennen, wenn man aus 30 Meter Höhe in eine Waffenfalle geschubst wird. Aber, na gut. Ja. Der Kampf fängt an mit dem Aufschlag, wo dann gleich alle möglichen Sachen möglichst kaputt gemacht werden. Dann findet ihr das Bewusstsein, wird wieder, kommt wieder zu Bewusstsein, verliert es wieder und stirbt dreimal. Gives into the pain, heißt eigentlich, dass er dem Schmerz nachgibt. Also hat er dem Schmerz nachgegeben und ist ohnmächtig geworden, oder ist er dem Schmerz nachgegeben und ist daran gestorben? Weil es kommt hier nach nichts mehr und er ist definitiv nicht mehr da. Das finde ich jetzt komisch. Na gut, bei Anna wird es genauso aussehen. Genau, gives into the pain. Danach nichts mehr. Wow, der hat mir schon länger durchgehalten und hat alles vollgekotzt. Der hat sich aber so ziemlich alles gebrochen, nur nicht das Wichtigste. Oh, da habe ich zu nah rangezoomt. So. Jo, schön. Dann gehen wir nochmal da hoch. Und machen das gleich nochmal. So, I. Und jetzt mal ein bisschen mehr, damit es da oben schneller vonstatten geht. Erstmal nochmal ausklappen, dass wir nicht aus Versehen einen Strauß da runterschmeißen, sondern nur Goblins. So, das muss doch ins Auge gehen. Aber die sind eh Nackidei, das ist egal. Die dürften selbst unbewaffnete Zwerge nicht so schnell fertig machen können. Und wir haben dadurch dann nicht mehr so viele Platzprobleme oben. Also hier. Obwohl das echt noch eine Ecke dauern wird. Mit den Trollen. Ein Troll dürfte eigentlich auch aus so einem Sturz sterben. Also ich glaube, ich schmeiß testweise demnächst mal einen einzelnen Troll runter. Ich mache mir halt ein bisschen Sorgen, dass der unten aufschlägt, irgendwie überlebt und dann anfängt zu randalieren. Und Sachen totschlägt. Oh, und ich habe schon wieder den Vampir vergessen. Also ja, da ist jetzt ein Tier tot aufgefunden worden. Ich weiß nicht, ob das der Vampir war oder nicht, aber hat mich daran erinnert. Also, mach ich mal kurz Pause. Geh nicht hier drauf, sondern geh auf Uhu. Und guck jetzt mal, oder ich versuche jetzt mal möglichst schnell unsere Charaktere durchzugehen. Was die denn so gerade denken und was für Attribute sie haben. Bei einem Vampir müsste es eigentlich recht auffällig leer sein. Aber das dauert doch schon ziemlich lange. Und es müsste eigentlich auch einer von den Neuen sein. Also ja, allgemein müsste das ziemlich... Oder war es ziemlich voll? Ich glaube, es war ziemlich voll, müsste es sein. Weil der Vampir halt tierisch lange lebt. Und dementsprechend schon in Hunderten von Vereinigungen, Gilden und sonst was drin gewesen ist. Und er hat sehr, sehr lange kein Alkohol getrunken. Ihr rechtes Augenlid ist weg? Was zur Hölle, Tiber? Das ist eklig. Na gut. Aber ich denke nicht, dass ich das jetzt bis zum Ende on camera machen werde. Das dauert mir doch ein bisschen zu lange. Das ist lang. Oh. Gebrochen, gebrochen, gebrochen. Aber nee, das sind alles nur Charaktereigenschaften. Und irgendwie sind fast alle unsere Zwerge verkrüppelt. Sein vierter Zeh am rechten Fuß ist weg. Das ist ganz schön leer. Keine Verkrüppelung. Keine Verkrüppelung. Okay, vielleicht habe ich nur die falschen Anführungszeichen am Anfang erwischt. Nö. Ja, nee, das dauert mir echt zu lange. Also merke ich mir immer kurz, wo ich war. Ich war bei den Gelben. Guti, da werde ich zwischen dieser Folge und nächster Folge mal ein bisschen gucken, ob bei irgendjemand da was Auffälliges ist. So, weiterlaufen lassen. Ich sehe da ganz viele Goblins, die werden hoffentlich gerade transportiert und nicht ausgebrochen. Ja. So, wo ist mein Goblin-Todesturm? Da ist mein Goblin-Todesturm. Und da kommen die Goblins auch schon Oh, da fällt gerade einer. Hast du irgendwas zu sagen, während du fällst? Klick. Nö.
Ich kann den nicht im Flug auswählen, den Gegner. Das ist komisch. Vielleicht ist er vom Programm schon als tot abgestempelt worden oder so. Und was auch theoretisch passieren könnte, ist, dass die hier hängen bleiben. Aber das ist recht unwahrscheinlich. Also allgemein ist der Sturz nach unten nicht hundertprozentig gerade. Das heißt, ab und an fliegen auch Körperteile von unten hier hoch und landen dann hier. Und ja, sowas passiert und ist recht makaber. Aber auch auf eine komische Art unterhaltsam. Hier unten. Zack. Du bist unten angekommen, du lebst. Wunden. Okay, du lebst nicht mehr lange. Zack, da ist noch einer gerade unten angekommen, aber der ist tot. Er ist jetzt auch verstorben. Der ist sofort verstorben. Der ist sofort verstorben. Also man sieht ganz kurz hier was aufblitzen. Du hast überlebt. In extremen Schmerzen. Nichts Wichtiges ist verletzt worden. Oh, das könnte sich ziehen. Also weder Kopf noch Oberkörper. Vor allem, wenn jetzt noch andere Goblins auf ihn rauffallen. Das könnte dann... Oh. Da hat einer recht lange überlebt und ist sofort durch die Tür gelaufen. Die Türen sind abgeschlossen, Jungs. Da wollte gerade ein Zwerg reinlaufen. Das ist gar nicht gut. Gerade noch erwischt. So, zack. Die Käfigfallen da unten. Können wir eigentlich ersetzen durch Waffenfallen? Weil jetzt werden die in die Käfige gesteckt, werden wieder nach oben gebracht und müssen dann wieder runtergeschmissen werden. Das ist irgendwie nicht so ganz Sinn des Ganzen. Sind die in dem Käfig eigentlich? Warte mal. K? Ich gehe mal auf den Käfig rauf. Da ist jetzt ein Käfig, ein Goblin drin. Und ja, die Wunden bleiben erhalten. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die im Käfig sterben können. Ich will jetzt nicht irgendwelche Goblin-Geister bekommen, die ich nicht loswerden kann, weil die Überreste in dem Käfig drin sind, die man nicht sieht oder so. Das wäre... Kaum spreche ich von Geistern. Ein geisterhafter Metallcrafter hat sich erhoben. Ja. Zoom. Und natürlich mitten bei uns in der Messhalle. Super. Wie heißt du? Wo bist du da? Eton Namdukum. Eton Namdukum. Craft Dwarfs Workshop. Du machst bitte Memorial Slab. Ah, sehr schön. Der ist oben gleich angeführt. Ein Geist. Haben wir noch einen? Nö, aber ihr könnt auch gleich... Die sind alle noch nicht memorialisiert. Ah, es kann sein, dass die jetzt erst runtergebracht werden. Nee, komm, dann machen wir nicht noch mehr extra deswegen. Das Wichtigste ist eh erstmal nur Geist. Und es ist wichtig, dass wir überhaupt, dass wir ihn überhaupt memorieren können auf diesen Steintafeln. Wir hatten das ja schon einmal, dass es nicht ging. Der Geist müsste ja noch irgendwo rumspuken. So, das hier unten sieht recht übel aus. Was ist das Y da? K? Ein Silberbolzen und ein Jackskelett. Wir hatten ein Jackskelett unter unserer Goldstraße. Das ist irgendwie makaber. Und die ganzen Pilze müssen hier weg. Das irritiert doch ein wenig. So. Was haben wir als nächstes noch? Nochmal kurz runter gucken zu den Goblins. Obwohl F2 müsste da nicht schneller gehen. Oder auch nicht. Ich vergesse immer, wo unser Eingangsbereich ist. Also unten im Höhlensystem. Dumm, die dumm. Ah, hier. So, K. Wow, ist hier viel Zeug. Ja. Ein Hamstermenschen-Lederschuh. Ich liebe dieses Spiel. ja, Hamstermenschen. Wer kennt sie nicht? Das müssten jetzt aber alle Goblins gewesen sein. Das heißt... Tür auf. Tür auf. Damit hier mal sauber gemacht werden kann. Die ganzen Käfige eingesammelt, nach oben geschleppt und so weiter. Und dann machen wir nächste Folge hier Schritt für Schritt weiter, die Goblins auszumerzen. Das mache ich jetzt mal primär aus Platzproblemen und Käfigmangel. Später können wir die gerne in so ein richtiges Kolosseum stecken und den Gegenkampfhunde anhetzen oder irgendwas.
Ich denke mal eher gegen unser Militär. Und warum ist hier schon wieder Miasma? Butcher Shop. Ja, okay. Selbst in ihrem Tode können Katzen noch Unsinn machen. Aber na gut, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder.